große Stärke des FCL. Man hat schon 12-mal nach einem ruhenden Ball getroffen und hier fast der 13. Treffer. Nach einem Standard Marvin Schulz scheitert an Kevin Fickenscher. Da ist er wieder vorbei an Christian Schneuli. Das ist Legnani. Noch einmal Ermir Legnani und dann fällt das 1:0 für den FC Sion. Torschütze bei Team Kasami. Eine fußballerische Klasse natürlich unumstritten. Das ist Petit Pelé Mboyo. Scheitert an Jonas Omlin, der da lange stehen bleibt und die nahe Ecke zumacht. Carlitos, Ball wird lang und länger. Omlin mit den Fingerspitzen. Das. Gvilja, klasse Pass und da ist der Ausgleich. Pascal Schürpf. 1:1. Er trifft schon wieder nach dem Doppelpack gegen Thun. Heute mit dem wichtigen Treffer. Flanke gefühlvoll und Kasami verpasst knapp. Juric mit dem Kopfball. Nächste gute Möglichkeit für die Innerschweizer. Das ist Gvilja, Valerian Gvilja zwingt Fickenscher zu einer überragenden Parade. Und jetzt wird es für Fickenscher Zeit, um seine Vorderleute zu wecken. Hat sich jetzt auch den Ball für diesen Eckball zurechtgelegt. Auf dem 5-Meter-Raum, Kopfball Knezevic. Der FCL neu dran am 2:1. Sucht in der Mitte den freien Mitspieler Adrian mit dem Kopfball. Und Omlin mit einer ähnlich geglückten Intervention. Das Team ist unterdessen in der Lage, darauf zu reagieren. Pascal Schürpf. Achtung, wieder Schürpf. Daneben. Das war eine Riesenchance für den Torschützen zum 1:1. Hier ist er am Ball. Legt das Leder zurück und Omlin muss eingreifen.